Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem vorweihnachtlichen Promi-Geflüster. Und das ist auch ein sehr spontanes und kurzfristiges Interview jetzt, denn die Zeit, die naht, die Weihnachtszeit und, man muss sagen, auch im ZDF bei den Sokos wird Weihnachten gefeiert, ganz speziell bei der Soko Leipzig. Am 22. in der letzten Ausgabe sozusagen vor Weihnachten, also da wird es nochmal richtig spannend. Ja, die Soko-Team will eigentlich gerne Weihnachten feiern auf dem Weihnachtsmarkt und dann kommt der Weihnachtsmann und bringt irgendwie alles durcheinander und dann nimmt das Ganze seinen Lauf und der Fall muss noch vor dem großen Fest sozusagen gelöst werden. Und ich schaue natürlich das Ganze immer in der Mediathek bzw. im Vorfeld ja an. Und wer fällt mir da auf? Eine liebe, gute Bekannte, Freundin und auch Schauspielerin, natürlich, klar, die Nina Gnedig. Und zu ihr sage ich erstmal Hallo und herzlich willkommen. Grüße dich. Schön, dass wir uns mal wieder sehen. Ja, Frank, und wie, finde ich auch. Auch jetzt die Sokos verdienen dich und genau, jetzt auch mal über diese Wege, sonst haben wir uns ja doch immer mal wieder auch hautnah live gesehen bei Soko Stuttgart oder bei einem Termin vom SWR auch. Das war, glaube ich, die letzte Begegnung, schon wieder ein paar Jährchen her, gell? Ja, tatsächlich, aber wir hätten uns wiedererkannt ohne Nelk im Knopfloch. Genau. Ja, also ich glaube, es ist auch viel passiert, nachdem du die Soko in Stuttgart sozusagen verlassen hast. Du hast viele Gastrollen gehabt und warst durchaus nicht ganz untätig, aber dich hat es in die große Hauptstadt gezogen. Wie geht's dir? Was machst du denn aktuell? Also, tatsächlich hatte es mich ja davor schon in die Hauptstadt gezogen. Da habe ich auch meinen Wohnsitz behalten, selbst während der Soko Stuttgart. Deswegen ist das für mich natürlich eigentlich gar nicht so neu. Und das ist einfach auch ein günstiger Ort, wenn man Schauspielerin ist, weil natürlich viel hier stattfindet oder es von hier aus weder weit nach Köln, noch nach München, noch nach Hamburg ist. Nach Stuttgart dann schon mehr. Und ich hatte ja mit der Soko aufgehört und hatte dann das Glück, auch mal auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen und mal all diese Rollen zu spielen, die Toten und die Mörderinnen und so. Und das ist natürlich ein Riesenglück. Jetzt aktuell ist noch bei Amazon, läuft noch immer, das war wochenlang tatsächlich in den Charts gefesselt. Mhm. Mit dem Masucci in der männlichen Hauptrolle nach einem ganz aktuellen, also eigentlich einen historischen Fall, aber es ist immer noch sehr aktuell, weil es erst kurz bevor er freigesprochen worden wäre, überhaupt dazu kam, dass man gemerkt hat, er ist tatsächlich der Mörder und das auch bewiesen werden konnte. Und dieser Fall wird aufgerollt, das lässt sich im Moment noch bei Amazon sehen. Da braucht man starke Nerven für, aber das war ein ganz großartiges Projekt. Das läuft gerade, jetzt läuft natürlich ein fiktionaler Krimi am Freitag. Deswegen sprechen du und ich ja auch. Und fürs nächste Jahr stehen Dinge an und aus, auf die ich mich wahnsinnig freue, über die ich jetzt gerade nicht sprechen darf. Okay, aber so ein bisschen anreißen können wir nachher schon noch was, genau. Ja, jetzt wie gesagt, am kommenden Freitag, also zwei Tage vor Heiligabend, da gibt es nochmal die Soko Leipzig und das Ganze in einem 90-Minüter, also doppelte Länge sozusagen und das ist nochmal ein ganz spannender Fall. Es kommen auch nochmal wirklich alle Charaktere sozusagen zusammen, die so bei der Soko immer wieder mal mitwirken. Auch der Sohn vom Jan Maybach, also sprich der Maximilian Klaas, der einen Sohn spielt, ja, ne? Der wird mal wieder als Sanitäter zu sehen sein und natürlich so das ganze gesamte Team. Letztendlich feiern sie, glaube ich, Weihnachten ganz im Büro dann, wenn ich es nicht so richtig gesehen habe. Aber deine Rolle, du bist die Frau eines Juweliers und ja, das Ganze hat mit dem Fall zu tun natürlich, ne? Was können wir ganz grob anreißen?
Es ist tatsächlich so, dass das eine ganz evidente Rolle für diesen Fall wird. Das Ehepaar Buro führt ein sehr renommiertes Juweliergeschäft im Zentrum von Leipzig und der Weihnachtsmann kommt sie besuchen. Und die Freude währt kurz, denn statt Geschenken gibt es einen Toten. Und die Frage, die sich dann stellt, ist natürlich, wer ist der Weihnachtsmann eigentlich? Genau. Warum ist der Tote tot? Und wer war's? Richtig. Und ist das alles Weihnachtsmann, unterschiedliche Dinge? Weihnachtsmann oder Engelchen, wer weiß. Genau, man weiß es eben nicht. Man kann nur sagen, es ist danach nichts so, wie es davor war. Und es ist sehr komplex. Und es ist ganz großartig, weil die Soko Leipzig wagt damit das erste Mal ein Weihnachtsspecial und eben einen Fernsehfilm, also einen 90-Minüter, in ganz großartigen Rollen. Und die leuchten in so verschiedene Winkel rein, also auch in Leute, die auf dem Weihnachtsmarkt arbeiten, die große finanzielle Probleme haben. Wir spielen jetzt mit der High Society, sage ich jetzt mal, das andere Ende des Spektrums. Und in all dem bewegt sich die Soko, die eigentlich ja auch, wie Weihnachten es eben so mit sich bringt, ihre eigenen familiären Fragen und Strukturen hätte und dazu gar nicht kommt. Also es ist wirklich sehr liebevoll und sehr aufregend geschrieben. Wie ist es denn? Habt ihr da dann letztes Jahr schon gedreht? Weil man baut man da extra einen Weihnachtsmarkt nochmal hin für die Folge oder wie habt ihr Ist eine gedreht? gute Frage. Das ist eine tolle Frage, denn die Soko Leipzig gibt es jetzt schon 23 Jahre. Und es ist das erste Mal, dass sie auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt gedreht haben. Das heißt, natürlich haben sie gedreht. Man sieht den Augustusplatz, man sieht die Oper im Hintergrund, man sieht das Riesenrad. Es ist sehr aufwendig gemacht und sie haben auf dem Weihnachtsmarkt einen Weihnachtsmarkt aufgebaut. Das heißt, es gibt mehrere Stände, die wirklich bis ins letzte Detail, der Ausstatter ist ein Segen. Der hat tatsächlich, also es gibt einen Stand, in dem werden diese kleinen Christbaumanhänger aus dem Erzgebirge verkauft. Der ganze Stand wurde so dekoriert. Also tagelanger Aufwand. Und da durften wir drin spielen. Also wie eine riesengroße Puppenstube. Und das Ganze dann auf dem Weihnachtsmarkt, aber natürlich so, dass wir abgegrenzt niemanden gestört haben in seinem eigenen Weihnachtsmarktgang. Und man trotzdem den Weihnachtsmarkt sieht. Also das in sich war natürlich ein Geschenk. Und dadurch, dass ich in Leipzig studiert habe und den Weihnachtsmarkt dort kenne, war das auch noch ein Geschenk. Und ich war das vierte Mal bei der Soko Leipzig jetzt mal wieder in einer ganz anderen Figur. Und ich liebe die da sehr, überhaupt das Team. Viele sind dort treu geblieben. Das Ensemble ist eine Wucht, wirklich, die rollen dir den Teppich aus, damit du darauf tanzen kannst als Episodenrolle. Die waren ein Geschenk in sich. Und dann hat es auch noch angefangen zu schneien. Du kannst dir vorstellen, es war wirklich alles in allem ein riesiges Geschenk. Ja, doch, das klingt doch gut. Sehr schön. Ja, und wie du ja Ja. schon sagtest, Requisite und die ganzen Bühnenbauer und was alles so drumherum dazugehört, ich glaube, denen muss man auch mal ein ganz, ganz dickes Lob rausschicken, weil das vergisst man immer, die Leute, die im Hintergrund arbeiten, ne? Aber also, es ist elementar. Jedes, weißt du, jede Schokobanane, die wir dann dort scheinbar essen, jeden Glühwein, den wir dort scheinbar trinken, die Wärmesohlen, die man in den Pumps trägt, damit man da durchhält. Der Angler, dem die Arme schon gefroren sind, aber der immer noch versucht, einen Ton einzufangen. Es ist, man müsste eigentlich mal so ein Making-of machen. Von 40, die das möglich machen. Definitiv, definitiv, ganz genau. Ja, klar, und natürlich, ohne euch Schauspieler ist es natürlich auch gar nichts, dann wird ja gar nichts gehen, aber alles in allem ist eine gelungene Sache und kommt natürlich hoffentlich beim Zuschauer dann auch entsprechend
gut rüber. Und ich denke mal, das macht es auch immer wieder aus, wenn man so kurze Gebäude und Ecken und Winkel sieht, wo man sich auch wieder drin findet, dann ein Stück weit, ne? Klar, total. Du, das ist ja für mich auch, schau, ich habe damals dort Schauspiel studiert. Ich wusste ja noch gar nicht, wo die Reise hingehen würde. Jetzt komme ich zurück. Bin einfach so erfüllt. Mei. Hätte man mir das damals gesagt, hätte ich gedacht, das ist viel zu verwegen, das zu glauben. Genau. Ja, und dann gibt's in der Folge auch noch einen ganz netten Weihnachtsbaum, den du also als in der Rolle sozusagen noch mal ganz komplett umdekorierst. Und das spielt auch noch mal eine Rolle, aber da, ja, sagen wir jetzt mal erstmal nichts dazu, ne? Ja, was Weil man das dazu sagen kann, ist, dass es ganz viel über die Figur erzählt. So wie es ja über jeden ganz viel erzählt, wie er Weihnachten feiert oder wie er Weihnachten dekoriert. Genau. Das ist ganz gedankenvoll aufgegriffen da in dem Buch. Wie sieht es da bei dir aus, wenn wir jetzt mal ein bisschen wieder den Bogen ins Private spannen? Wie sieht dein Weihnachtsbaum aus? Gibt es einen oder eher klein, bescheiden und sagst, nee, bringt ja eh nichts, wir sind eh nicht da oder keine Ahnung, weiß es nicht. Also, wenn man so wie du und ich in Süddeutschland aufgewachsen ist, dann weißt du, dass wir sehr oft mit Schnee beschenkt sind und dass das dann eh schon aussieht wie Postkarte. Und jetzt ist es das, kommt es noch dazu, dass ich ein Dezemberkind bin, vom Geburtstag her, und in der Zeit Nikolaus ist und meine Mama Geburtstag hat. Das heißt, es ist für mich seit klein auf eine absolut heilige Zeit, morgens aufzuwachen, als Kind und den Adventskalender zu öffnen. Das hat einen aus dem Bett springen lassen vor Aufregung, welches Schokoladenmotiv da wohl heute drin ist. Also deswegen, ich liebe diese Zeit sehr. Ich finde die sehr besonders. Mir ist aufgefallen in der Großstadt, dass vor lauter Gedränge und Gelärme und Geschenke, Erhascherei, manchmal diese Besinnlichkeit, die ich so vom Land kenne, völlig verloren geht. Und dann läufst du über irgendeinen Weihnachtsmarkt, den laut gedudelt und Pfannen verkauft werden. Und das ist für mich so völlig unweihnachtlich. Deswegen, was wir tatsächlich machen als Familie in der Tradition ist, wir schenken nur den Kindern was und ansonsten schenken wir uns. Das heißt, alle kommen zusammen, wir kommen aus der Republik alle zusammen, sind alle zusammen, kochen alle zusammen stundenlang, trinken alle zusammen stundenlang, feiern uns und das entspannt es sehr und das führt es auch dahin zurück, was es eigentlich ist, nämlich das Fest der Liebe. Und dazu gehört dann natürlich auch Dekorieren, aber es gibt nicht irgendwie, wie es sein muss. Auch das finde ich total interessant. Also nicht, wann der Baum aufgestellt wird und auch nicht, was auf dem Baum draufkommt und auch nicht, um wie viel Uhr, sondern jeder macht es. Es entsteht so von selbst heraus. Wunderbar, sehr schön. Also, Ist auch ein einziger Flohzirkus, ne? Also die Besinnlichkeit, die stellt sich dann auch manchmal einfach nur zwischendurch her, aber es ist wahnsinnig schön und für mich auch Weihnachten, wie ich es im eigentlichen Sinn verstehe. ja, nur mit dem Schnee sind wir, glaube ich, diesmal ein bisschen wieder nicht so reich beschenkt. Ich glaube, das wird diesmal eher wieder eine grüne Weihnacht, wenn man dem Wetterbericht so folgen darf. Soll es sogar noch ein bisschen stürmisch werden über die Tage. Naja, Aber aber. weißt du, ihr hattet das doch in Süddeutschland erst recht. Wir hatten ja einmal Schnee. Das heißt, wir Ja, durften schon mal ahnen. natürlich, natürlich. Und ich finde, das ist noch mal was anderes. Wir durften schon mal ahnen, wie schön das ist. Und die Erinnerung ist noch wach genug. Ist noch mal was anderes, als wenn du einfach nur bei 13 Grad Weihnachten feierst. So ist es, ganz genau. Ja. Gut, Weihnachten, soweit, so gut. Familie, kommt alles schön zusammen. Dann müssen wir natürlich jetzt gucken. Dann geht es schon wieder mit großen Schritten aufs neue Jahr zu. Und was wird 2024 bei dir bringen? Stehen Projekte im Raum? Du hast es ja vorhin schon gesagt, aber darfst noch nicht so viel verraten. Aber vielleicht so einen kurzen, kleinen, vielleicht Blick nach vorne. Also die Deutschen lieben ja ihre Krimis, ne? Wir sind ja eine sehr krimilastige Republik.
Das heißt krimilastig, krimifreudige Republik. Und ich würde sagen, von Mord und Totschlag bis, also vom weinenden Auge bis zum lachenden Auge reicht das Spektrum. Und das macht mich natürlich auch als Spielerin glücklich, beides zu dürfen und auszuprobieren. Na, wird man dich da nächstes Jahr in irgendeiner Rolle wieder finden, dann mit Sicherheit. Ja. Wenn so, jetzt machen wir wieder ein Promi-Geflüster, Frank. Auf alle Fälle, genau. Und dann vielleicht mal wieder persönlich. Dann komme ich mal nach Berlin, wenn es mal reicht. Warum Dann nicht? Ja. eher Richtung Sommer, würde ich jetzt so sagen, dann ist Berlin eine andere Stadt. Dann Genau. versucht Berlin Kleinitalien zu sein. Das gelingt nur mäßig, ne? Aber stellen ihre Tische und Stühle raus und sitzen auf den Trottoiren und so, das ist schön. Nee, also so gesehen wird es auf alle Fälle spannend. Was nimmst du dir denn so vor für 24? Gehst du noch mit Vorsätzen ins neue Jahr oder hat man das mittlerweile auch irgendwo abgeschoben, weil man sagt, bringt ja eh nicht viel? Also, das ist eine schöne Frage. Tatsächlich würde ich sagen, es ist beides. Ich mache das nicht so sehr von dem Datum abhängig, also von dem 1.1., sondern tatsächlich habe ich so gerade in den letzten Jahren das gelernt, mir sehr bewusst Dinge dann vorzunehmen und sie mir so vorzunehmen, dass ich sie versuche, in die Tat umzusetzen. Es fängt ja immer mit dem Gedanken an. Dieses Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte, achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen, achte auf deine Handlungen, denn sie werden Rituale, achte auf deine Rituale, denn sie werden dein Schicksal. So, und ich habe das Gefühl, bei diesen Gedanken setzt es an und deswegen möchte ich das nicht vom 1. Januar abhängig machen. Nichtsdestotrotz ist das ein schönes Datum, um immer wieder zu sagen, was würde ich gerne im neuen Jahr lernen? Ich glaube, das ist das, was ich mir eher vornehme. Ich nehme mir mal vor, was interessiert mich, was begeistert mich? Ich habe so Surfen gelernt zum Beispiel und damit die Angst vor dem Weißwasser gehörig überwunden. Ich habe so Tauchen gelernt. Ich übe noch immer am Spagat. Eher solche Sachen, das steht aus. Ich würde mein Italienisch gerne noch verbessern. Und da bin ich gerade am Willen wählen und ich will es nicht laut sagen, weil ich immer erst denke, erst machen und dann drüber sprechen. Ja Aber klar, ne, das ist auch ich besser finde so, ne? Das ist auch besser so. Wenn man es ganz dann mal fertig hat, dann kann man wirklich dann auch sozusagen ernten und drüber reden dann. Ganz genau. ja, und ich meine, das Leben ist so kostbar, wenn wir es nicht bewusst gestalten. Ganz klar. Dann natürlich müssen wir auch mal ein bisschen über Freud und Leid mal reden. Dieses Jahr oder 23 hat er ja viele doch auch sehr mitgenommen, auch die ganzen Krisen und was so alles war und Krieg und viele Menschen, die leiden jetzt nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch in den anderen Ländern, wo Krieg herrscht, Ukraine, Israel jetzt zuletzt. Was hat dich bedrückt in der Hinsicht oder aus der Weltgeschichte und was würdest du besser machen wollen oder wo könnte man was besser machen? Ich weiß es nicht. Wow. Danke für die Frage. Wenn ich darauf jetzt so eine leichte Antwort hätte. Schwierig, genau. Weil ich muss noch dazu sagen, vielleicht, mein Berlin ist da natürlich doch nochmal ein bisschen anders, noch mehr Multikulti sozusagen aufgestellt, ne? Also, vielleicht andersrum gesagt. Ich war, als der Ukraine-Krieg ausbrach, gerade in Costa Rica, in einem Land, das wirklich die geografische Fülle schlechthin ist. Es gibt dort so viel Flora und Fauna, da reicht unsere Fantasie nicht aus, alle Formen der Blätter auch nur aufzumalen oder sich auszudenken. Und da hinein kam diese Nachricht, die brach da hinein und wirkte in dieser Farbenpracht, in diesen Geräuschen, in diesem Segen. Völlig surreal. Ich spürte, da passiert etwas ganz Grundlegendes, was uns in der Weltgeschichte
jetzt ab jetzt prägen und auch verändern wird. Und trotzdem war das nicht fassbar. Und ich habe das Gefühl, seitdem sickert das so in unser aller Köpfe und in unser aller Herzen, und da gehört es auch hin. Wenn wir so leicht sagen könnten, was wir ändern, anders machen würden, dann hätten wir eine andere Welt. Ich glaube, was wir anders machen können, ist, dass jeder so mündig wie möglich damit umgeht. Das heißt, sich informiert und sich verhält in seinem Alltag so, wie er es kann. Ich glaube, das ist das. Es greift ja bis in den Alltag der Menschen hinein. Die Inflation, die mittlerweile einfach auch schon eine Rezession ist, die, also gerade in unserer kreativen Branche, ich kenne so viele, die sehr erfolgreich sind und trotzdem kaum wissen, wie sie über den Winter kommen sollen. Und das betrifft nicht nur die Künstler mittlerweile. Deswegen habe ich das Gefühl, es ist so ein allgemeines Luftanhalten. Und jetzt geht die Angst um, nicht größer zu, also innerlich immer größer zu bleiben als die Angst. Ich glaube, damit sind wir gut beraten. Mutig zu bleiben, mündig zu bleiben. Und ich halte es jetzt ganz absichtlich so allgemein, weil die Krisenherde vom Makrokosmos bis zum Mikrokosmos so immens sind. Definitiv, ja, ne, ist richtig, genau. Ja, hoffen wir einfach nur, dass es wieder ein bisschen mal sich beruhigt, das Ganze, und alles mal wieder in eine geordnete Bahn kommt. Also auch in meinem Gewerbe sozusagen, Presse und so weiter, gerade in der Unterhaltungsbranche, da ist es auch noch nicht so rund, wie man es sich gerne wünscht und vorstellt, ne? Da ist schon auch noch einiges im Argen, ganz genau. Also wir sind auch in der Zeit des Umbruchs, auch das dazugehören, dass wir das zulassen. Ich glaube nur, ich kann mich nicht erinnern, dass so intensiv ein friedvolles Weihnachtsfest, ein neues Jahr gewünscht wird wie jetzt. Die Leute wissen, was sie da sagen. Denke ich auch, genau. Ja, und da würde ich schon wieder fast das Ganze hier ja heute beschließen. Das sind nämlich tolle Worte noch gewesen. Friedvolle Weihnachten wünsche ich Ja. dir auf alle Fälle auch. Ganz klar, von Herzen. Alles, alles Gute. Wie gesagt, Danke schön, dir. dass wir uns mal wieder gesprochen haben. Und Gut. nicht vergessen, am 22. die Soko Leipzig einschalten. Oh ja. Ja. Und dann wünschen wir den Zuschauern auch schon mal ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für 2024. Ja, ganz viel Helligkeit jedem Einzelnen. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.